Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kai Wegner ist neuer regierender Bürgermeister von Berlin. Der CDU-Landeschef erhielt erst im dritten Wahlgang die erforderliche Stimmenzahl. Zuvor war Wegner zweimal durchgefallen. Er führt künftig eine Koalition aus CDU und SPD an. Bundestag berät über erleichterte Zuwanderung für Fachkräfte. Die Bundesregierung plant ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, das etwa Sprachkenntnisse und Berufserfahrung berücksichtigt. Innenministerin Faeser verteidigte das Vorhaben. Der Fachkräftemangel schade Deutschland. Unionspolitiker Trum sagte, der Gesetzentwurf münde in eine Einwanderung von so wörtlich Minderqualifizierten. Präsidentenwahl für Türken in Deutschland. Von heute an können die 1,5 Millionen Stimmberechtigten das nächste türkische Staatsoberhaupt mitbestimmen. Bis zum 9. Mai können sie dafür in eines der bundesweit 26 Wahllokale gehen. In der Türkei selbst findet die Wahl am 14. Mai statt. Hitzewelle in Spanien. Im Süden des Landes wurden auch heute wieder Temperaturen von bis zu 39 Grad erreicht. Das sind 15 Grad mehr als sonst um diese Jahreszeit üblich. Der Wetterdienst rechnet in dieser Woche mit den heißesten Apriltagen seit 1950. Leipziger Buchmesse für das Publikum geöffnet. Nach 3 Jahren Pandemiepause kommen nun wieder lesebegeisterte Autoren und Verlage zusammen. Noch bis Sonntag präsentieren die mehr als 2000 Aussteller aus 40 Ländern ihre Neuheiten. Das Wetter. Morgen zeitweise Regen, im Süden zum Teil ergiebig. Im Tagesverlauf vom Westen und Südwesten bis in die Mitte vermehrt wechselnde Bewölkung. Dabei Schauer und auch Gewitter. 10 bis 20 Grad.